Hi und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Reds und Schule. Und heute geht es um, ja, was geht's denn heute, Busch? Um was könnte es nur gehen? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Irgendwas, das sich bewegt. Ja, irgendwas. Oh, was ist denn hier so laut? Die ganze Zeit höre ich irgendwelches Klackern. Ach, guck mal hier hinter uns. Hier alles voller Pistons. Oh. Ja, Pistons war's. Okay. Ja, genau. Richtig, Pistons. Wir zeigen euch heute, wie Pistons funktionieren, was es so für Möglichkeiten damit gibt. Und ja, bevor wir lange schnacken, Kopf in den Nacken, loslegen. Wir sehen uns auf dem Redstone-Spiel, würde ich sagen. Jo, bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir auch schon auf dem Gelände der Redstone-Schule. Wir haben unter uns die zwei Arten von Pistons direkt mal stehen. Nämlich einmal den ganz normalen Piston oder Kolben in der deutschen Version. Und einmal den Sticky-Piston, der klebrige Kolben. Und der liebe Busch hat gerade schon auf den Knöpfen rumgedrückt. Eine Art zum Aktivieren der Pistons ist eben dieser Knopf. Warum? Das habt ihr schon im allerersten Teil der Redstone-Schule erfahren. Da brauchen wir nicht mehr drauf eingehen. Ich wechsle mal meine Ansicht. So, bei dem Sticky Piston und dem normalen Piston gibt es eigentlich nur einen kleinen Unterschied, nämlich der Sticky Piston, an dem bleiben Dinge haften. Wenn der Busch jetzt auf den Knopf drückt, dann sehen wir, es schiebt ihn vor und zieht ihn mit zurück, während der Nicht-Sticky Piston, ja, letztlich den Block einfach nur wegschiebt. Ja, das ist lediglich der Unterschied. Man sieht es auch hier, da ist diese kleine Klebefläche dran. Und natürlich, wenn er jetzt nochmal drauf drückt, der Sticky Piston zieht auch einen Block an. Also er nimmt nicht nur den wieder mit zurück, den er weggeschoben hat, sondern nimmt auch gegebenenfalls einen an, der weggeschoben wurde oder der irgendwo platziert wurde. Ja, so viel eigentlich erstmal zur Grundart. Und dann gehen wir auch schon direkt zur Ansteuerung über. Neben dem Knopf, den wir hier gesehen haben, gibt es ja einen Hebel, der sitzt hier an einem Stein oder an einem Ziegelstein. Und wenn man den aktiviert, aktiviert der wiederum den Piston. Ja, das Ganze geht auch über Redstone, hier eine Leitung, die in den Stein geht. Wichtig ist nur, sie muss in den Stein reingehen und dann darüber der Piston aktiv. Das gleiche ist hier auch nochmal gezeigt. Ja, nur, dass hier das Redstone nicht in einen Stein, sondern halt direkt ins Piston reingeht. Jo. Hier haben wir wieder was Spezielleres, denn hier sehen wir, es gibt keine direkte Verbindung zwischen dem Piston und dem Stein, der Strom übertragen könnte und auch nicht zu dem Hebel. Hier passiert erstmal gar nichts. Aber wenn wir den Hebel jetzt einschalten und der liebe Busch setzt dort einen Block hin, dann fährt er aus. Jetzt ist er ausgefahren, bleibt aber auch ausgefahren. Selbst wenn wir wieder ausschalten. Zack. Und kaum setzen wir wieder was hin, dann fährt er wieder ein. Das hat was mit dem sogenannten Block-Update zu tun. Genau, der Piston fährt nämlich nur dann aus oder ein, wenn in einem direkt angrenzenden Voxel um den Piston herum eben ein Block-Update passiert, wenn beispielsweise ein Block hingesetzt wird, oder auch, wenn ein anderer Piston ausfährt in einem direkt angrenzenden Voxel. Ja, hier kann man das ganz gut sehen. Genau, also, ich sollte mal aufhören, wenn du abbauen willst. Ja, alles gut. Wenn man den jetzt eben wegnimmt, passiert kein Block-Update daneben. Ne? Wenn ich den aber wieder hinsetze, kriegst du einen Kolben ins Gesicht. So, ja. Und das Gleiche haben wir hier im Grunde auch nochmal. Hier ist jetzt keine direkte Verbindung, also es passiert nichts. Habt ihr gesehen? Es passiert aber trotzdem mit diesem Block-Update. Ja, durch den Slime-Block, den der Busch daneben setzt, zack, passiert eben doch etwas. Aber immer nur bei einem Block-Update. Ja, und eben auch nur, wenn sich das Signal, das oben am Piston anliegt, dann geändert hat. Wenn es natürlich jetzt an ist und an bleibt, dann kann ich hierhin platzieren, was ich will. Er bleibt natürlich ausgefahren. Wenn er ihn jetzt ausschaltet, dann fährt er ein. Und auch hier, wenn ich dann zwei übereinander setze. Genau. Dieses Prinzip hier mit zwei Pisten übereinander, das hatte Rouge ja schon mal gezeigt in einem seiner Videos, ne? Das ist richtig, genau. Bei den Doppeltüren. Genau, bei dieser geheimen Doppeltür. Es ist eine Sondereigenheit dieser Pistons. Das funktioniert auch nur hier tatsächlich übers Eck, dass sie nicht direkt angesteuert werden können und nur ausfahren mit dem Block-Update oder hier, wenn das Redstone sich eben drüber befindet.
Genau. Wenn jemand die geheime Doppeltür nochmal sehen will, das ist eine Folge, die ist schon ein paar Folgen her. Da habe ich eine geheime Doppeltür mit einem versteckten Knopf gebaut. Das lohnt sich auch nochmal da reinzuschauen. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir hier einen Steinbrick-Block, der an einem Pisten dran klebt. Wenn wir den ausfahren, ist er vorne und er wird da wieder mit zurückgezogen. Kommt uns schon ein bisschen bekannt vor, so ähnlich hatten wir das da vorne auch schon. Aber hier gibt es noch einen und wenn ich diesen jetzt ausfahre und so stehen lasse, dann den rechten ausfahre und den rechten wieder einfahre, klaut er den Block darüber. Das heißt, man kann damit auch Sachen hin und her transportieren. Theoretisch sogar längere Strecken. Es soll da einen bekannten Escape Room geben, in dem dieses Prinzip genutzt wird. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich glaube, das ist ein Mythos. Tja. Er redet vom Computer. Der Computer bei Busch. Einfach anfragen und spielen für alle, die auf Redstone stehen und viel, viel aufgepasst haben in der Redstone-Schule. Denn dieser Escape Room ist ausschließlich mit Redstone zu lösen. Ja. So, hier haben wir noch was Spezielles. Ich gehe einfach mal auf diese Seite hier und beobachte mal, was du machst, damit die Leute das gut sehen können. Genau, also zuerst mal kann ich mit einem Pisten mehr als nur einen Block wegschieben. In dem Fall sind es zwei Blöcke, einmal ein Pistenblock und einmal ein Steinblock. Es gehen bis zu 12 Blöcke, die er wegschieben kann. Anziehen kann ein Stiegepisten aber natürlich nur den einen Block, der direkt vor ihm liegt. Der Pisten, den er hier jetzt ausgefahren hat, der kann selbst natürlich auch nochmal ausfahren. Aber jetzt ist wichtig, ein Stiegepisten kann keinen anderen Pisten, der gerade ausgefahren ist, einziehen. Genauso kann ein Pisten auch keinen anderen Pisten, der gerade ausgefahren ist, verschieben, also wegschieben. So. Was eben noch interessant ist, hier vorne haben wir einen Sticky-Pisten dran. Wenn wir jetzt aber den hinteren Pisten einfahren, dann bleibt hier vorne dieser Steinblock nicht am zweiten Pisten hängen, sondern es zieht sich nur der Pisten ein. Denn eben nur der Block, der direkt vor dem Pisten sich befindet, der gerade in Aktion ist, nur der Block wird eben mit verschoben, mit wieder eingezogen. Genau. Ja, und auf diese Weise kann man halt auch beispielsweise Dinge bauen, die zwei Blöcke wegziehen. Ja, das muss nur seine Timing-Frage. Da müsst ihr die anderen Redstone-Schulfolgen auch beobachtet haben, müsst ihr verfolgt haben. Und dann wisst ihr, wie ihr eine Schaltung beispielsweise entwerfen könnt, die zunächst diesen triggert, dann diesen triggert und dann beim Rückwärtsfahren eben genau andersrum. Ja, dass zuerst der erste einfährt und dann der zweite oder dritte oder vierte. Theoretisch lässt sich das beliebig oft verlängern. Ja, eben bis dann 12 auf einmal weggeschoben werden. Ja, dann ist letztlich Finalschluss, richtig. Dieses Prinzip der viele Blöcke wegschieben, das kennt auch jeder, der schon mal eine Baumfarm gesehen hat. Und gehört einfach zum Wissen von Kolben oder Pistons dazu. So, dann haben wir hier noch was ganz Spannendes aufgebaut. Und zwar, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Wir haben hier einen Rüstungsständer, auf dem steckt ein Kopf. Dann haben wir darüber einen Sandsteinblock und darüber einen Pisten. Und wenn ich jetzt mit dem Pisten den Sandsteinblock drücke, klack, dann steckt der in dem Rüstungsständer. Und wenn ich jetzt einfach direkt darunter, upsala, so passt's nicht, darunter nochmal einen Pisten platziere und lasse dieses Pisten ausfahren, dann haben wir den Sandsteinblock einfach bis unten über den Rüstungsständer geschoben. Und wir könnten jetzt so lassen. Ja, das sieht auch ganz nett aus. Und könnten jetzt hier zum Beispiel einen Kopf von einem Spieler drauf machen, noch eine Rüstung anziehen. Dann hätten wir so eine Büste, die auf einem Stein steht. So, das sieht ganz nett aus. Und wenn wir jetzt noch ein Glas hier oben dran hängen und jetzt nochmal runterschieben, dann haben wir uns eine schöne kleine Vitrine gebaut. Ja, wir können da jetzt zack, alles drumherum wegreißen. So, und wen das stört, dass der noch hier oben so ein bisschen rausguckt, der Kopf, der kann einfach hier, wenn er möchte, das war eins zu viel, kann einfach nochmal ein Glas draufsetzen und dann hat er seinen Kopf oder einen Kopf schön in einer Glasvitrine drin und so kann man die doch ausstellen, das ist doch mal spannend. So, was haben wir noch für tolle Eigenschaften? Wir haben Blöcke, die sich
abreißen lassen durch einen Pisten oder abbauen und wir haben Blöcke, die sich nicht abbauen lassen durch einen Pisten. Ja. Genau, zum einen so ein Kopf hier, wenn wir den jetzt direkt vor einen Pisten platzieren würden, dann würde dasselbe passieren wie jetzt hier mit dem Drachenei. Und zwar, wenn der Pisten ausfährt, zack, hat baut der sich ruhig das ein Drachenei gewonnen. Ja, genau. Dann hier mit der Melone dasselbe. Die Melone, die droppt allerdings nicht als ganzer Block, sondern zerteilt sich eben in Melonenscheiben. Hier sehen wir sie. Ja. Dann der Kürbis allerdings, der droppt als ganzer Kürbis. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Blöcken, die sich nicht verschieben lassen. Hier eben der Beacon. Beacon passiert der lässt sich nicht gar nichts. Ja. Genau, gar nichts ist richtige Blockade. Auch bei Obsidian, das haben vielleicht schon einige gehört. Natürlich auch Bedrock und Barrieren und sowas lässt sich nicht verschieben. Und was eben noch ganz wichtig ist, alle Blöcke, die einen Inhalt haben können, die Körperspeicher wie Truhen oder Öfen oder sonst was haben, die lassen sich allesamt nicht mit Pistons verschieben. Also für die Harry Potter-Fans, der goldene Schnatz lässt sich nicht verschieben. Ja, wegen dem Wort Körperspeicher musstest du dran denken. Ne? Korrekt. Ja. Hier beispielsweise Türen lassen sich auch abbauen, die droppen dann einfach direkt. Jetzt ist hier noch was ganz Witziges, und zwar habe ich hier eine Half-Slab über den Piston platziert. Und zwar auf die obere Hälfte des Boxes. Und wenn ich jetzt den Pisten ausfahre, dann schiebt er die Half-Slab mit weg und zieht sie aber auch wieder mit an. Das sieht ziemlich abgefahren aus durch den Abstand dazwischen. Aber irgendwie ist es cool. Ja. Zack. Genau. So könnt ihr übrigens auch bei einer Farm abbauen. Ne? Das ist jetzt zwar mit der Half-Slab, aber ihr könnt natürlich auch einen Block Dirt drauf haben und könnt so eure Kürbisfarm ernten. Oder eure Melonenfarm oder was auch immer. Und diese Begrenzerblöcke hier, so nenne ich sie jetzt mal, also die Blöcke, die sich nicht verschieben lassen, können auch bewusst als Begrenzer an irgendeiner Stelle eingesetzt werden, wenn ihr beispielsweise eine Anzahl von Blöcken immer in eine Richtung schieben lassen wollt, aber wenn diese voll sind, das dann einfach nicht mehr weitergeht, setzt ihr einfach an die 5., 6., 7. Stelle einfach Beacon. So ein Beacon, wenn der kostet ja nichts und den hat ja jeder so in Massen da. Nein, natürlich nicht ein Beacon, ja. Aber einen dieser Blöcke halt einfach, um diese Kette aufzuhalten. Wie beispielsweise ein Spender oder einen Ofen oder einen ist ja Werfer. Das Billigste, was ihr haben könnt, einen Ofen, den macht ihr einfach aus 8 Kobbel und gut ist der Lack. Ja, das ist mit Sicherheit eine der einfachsten Möglichkeiten. Genau. So, dann war es das für heute auch schon wieder. Das waren die Pistons. Wenn euch noch weitere tolle Ideen einfallen oder Möglichkeiten, schreibt sie doch einfach unten in die Kommentare. Bei der Gelegenheit möchte ich auch noch mal auf meinen Instagram-Account verweisen. Ich habe einen Instagram-Account rouge_83 und dort findet ihr immer alle möglichen Ankündigungen zu den Videos und diverse kleine andere Videoschnipselchen oder ihr fahrt auch mal das ein oder andere aus meinem Leben. Von daher abonniert mich doch einfach auch auf Instagram und auf diesem Weg bleibt auch nichts vergessen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der macht das bitte. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, wenn ihr noch Freunde habt, die auch ein bisschen mehr Redstone lernen sollen, dann sagt ihnen doch einfach Bescheid, gebt ihnen den Link zum Kanal und wir sehen uns in der nächsten Folge Redstone-Schule oder montags abends 21.15 Uhr zum Livestream. Ich krieg gleich hier Übelkeit von Buschchen und Herrin. Macht aber nichts. Wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, viel Spaß beim Redstone-Bauen. Euer Rouge83 und euer Busch.